Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 17. Genau richtig, ich bin umgestiegen von der Version 15 auf die Version 17, habe soweit alles installiert, das lief auch problemlos und heute geht es darum, dass ich einige Sachen ausprobiere und zwar zusammen mit euch. Und als erstes werden wir mal den Greenscreen probieren, ob die Verbesserung Chroma Key wirklich so gut sind, wie das in der Beschreibung angekündigt worden sind oder ob es letztendlich Makulatur ist. Der Aufbau von mir ist immer der gleiche. Rechts eine Lampe, links eine Lampe, im Hintergrund der grüne Hintergrund natürlich. Und auch von der Kleidung lege ich natürlich Wert darauf, dass ich farblich einen guten Kontrast zu Grüntönen habe, damit die Kantentrennung gerade hier im Bereich Kopf, Haare, wer welche hat, das ist immer sehr schwierig beim Chroma Key, dass das aber letztendlich unter ähnlichen oder gleichen Bedingungen ist, wie ich es in der Vergangenheit auch gemacht habe und damit ich dann beim Videoschnitt feststellen kann, jawohl, ist es gut oder schlecht geworden. Von daher denke ich mal, reicht das als Testaufnahme auf jeden Fall aus und wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt, im Laptop beim Videoschnitt alles zusammenzuführen und dann zu schauen, ob ich wirklich coole Chroma-Key-Sachen in Zukunft machen kann. Ich sage erstmal bis gleich. Das Laptop ist hochgefahren. Ich habe mir die Mediendateien hier schon mal reingezogen und auf die Zeitleiste den entsprechenden Clip zurechtgelegt. Der grüne Hintergrund ist noch zu sehen und jetzt gehen wir gleich mal in die Chroma-Key-Bearbeitung. Machen Doppelklick auf die Datei und dann öffnet sich das Fenster. Die zwei Keyframes braucht ihr nicht zu beachten, weil ich habe am Anfang hier Einblendung aktiviert. Deswegen sind diese zwei Keyframes da. Da sehen wir auch dann schon den Filter Chroma Key. Häkchen machen, Pipette auswählen, Hintergrund auswählen. Zack, so schnell passiert es. Jetzt haben wir aber zur Vorgängerversion hier nur noch zwei Bereiche, um Anpassungen zu machen. Dann mache ich das schon mal ganz vorsichtig. Das schaut so oberflächlich schon mal ganz gut aus. Bisschen entrauschen und dann sieht man schon, wenn man zu viel macht, dann wird das nichts. Jetzt ist das die 100% Ansicht, aber um Details zu sehen, gehen wir mal in die 200% Ansicht. Und ich muss sagen, das sieht so auf den ersten Blick eigentlich ganz ordentlich aus. Kann man nicht meckern. Wir spielen das mal ab. Ja, das schaut so ganz gut aus. Gehen nochmal in die 200% Ansicht. Ne, das macht er jetzt leider nicht. Okay, wir gehen mal auf OK, bestätigen das alles. Und schauen uns das mal jetzt hier in einer etwas vergrößerten Ansicht an. Vorschauqualität machen wir HD-Vorschauauflösung, das muss eigentlich reichen. Dann können wir das über diese Taste hier lösen, haben eine Vollbildansicht und schauen uns das mal an. So, also was fällt mir auf? Das ist hier alles relativ pixelig und eckig. Genau hier, wo die Kantentrennung eigentlich stattfinden sollte. Und was mir auch auffällt, ich habe einen grünen Kopf. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich irgendwie einen Grünstich habe. Hier ringsrum. Jetzt hätte ich so einen grünen Schein, das gefällt mir nicht. Am Hemd ist, glaube ich, die Kantentrennung so ganz okay, aber hier, das gefällt mir irgendwie nicht. So, das ist ja jetzt noch eine relativ einfache Sache gewesen. Was ich noch euch zeigen möchte, was neu dazugekommen ist, ist in der Chroma Key Bearbeitung. Ich habe jetzt zwar hier nur noch zwei Regler, um das zu verändern, kann aber jetzt einen neuen Chroma Key Filter hinzusetzen. Und kann sagen, alles klar, mir hat ja hier das am Kopf nicht so gefallen, also gehen wir relativ dicht mal dran, wieder vergrößern. Und ich setze mal hier den Punkt ungefähr hin, ganz nah am Kopf und hoffe, dass ich irgendwie eine Verbesserung erzielen kann, gerade was den Grünstich betrifft. Wir schauen uns das gleich nochmal in der großen Ansicht an. So,
Es hat sich leider nichts verbessert. Ja, vielleicht sind die Kanten hier etwas besser geworden. Das wird sich auch nochmal durch das Rendern etwas verbessern. Hier komischerweise, das sieht nicht so fein aus. Das ist irgendwie sehr pixelig. Auch hier, als wäre die Kantentrennung nicht wirklich gut. Ja, als hier ist so ein richtiges Rauschen zu sehen am Hemd. Und der Grünstich ist weiterhin zu sehen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht davon, weil doch diese Verbesserung als ein ganz großer Meilenstein angekündigt worden ist. Jetzt ist es ja mit meinem Kopf noch relativ simpel, ja. Ich habe keine Haare mehr. Von daher, was machen wir denn jetzt, wenn noch Haare dazu kommen? Auch hier habe ich eine Probeaufnahme, die ich jetzt mal hier reinziehen möchte. Auch eine klassische Greenscreen-Aufnahme. So, und jetzt sehen wir hier schon Haare, ganz neue Herausforderungen. Auch wieder der gleiche klassische Aufbau. Wir können meins mal löschen und ziehen das dann hier runter. Spulen mal vor, wir sitzen zu zweit nebeneinander. So, ja, vielleicht so. Okay, und jetzt gehen wir in die Greenscreen-Bearbeitung, wieder einen Doppelklick drauf machen. Wir suchen uns den Filter, draufklicken, Pipette auswählen. Jetzt gehe ich ganz bewusst hier an Ihre Haare dran, um natürlich den richtigen Grünton gleich zu treffen. Und was fällt auf? Sie hat einen Grünschleier. Die Kantentrennung hat überhaupt nicht funktioniert. Wir machen hier noch den Farbbereich. Ja, es wird etwas besser. Ich gehe auch gleich mal in die 200% Ansicht. So. Aber hier sieht man auch überall einen Grünstich. Bei mir sieht man das auch noch ganz leicht. Wir gehen noch ein bisschen auf Entrauschen, aber da merkt man schon, ich nehme nichts anderes weg, wie es wird was abgeschnitten. Also das gefällt mir auch nicht so gut. Ansonsten sage ich mal, passt das schon so ganz gut. Aber auch hier an meinem Hemd sieht man, dass das nicht hundertprozentig sauber ist. Wir nehmen einen neuen Chroma Key Filter, wieder die Pipette. Und da Ihre Haare mir immer noch wichtig sind, versuche ich ganz nah hier ranzuklicken. Es hat sich nicht wirklich verändert. Ich kann natürlich den Farbbereich noch anpassen. Aber eigentlich nehme ich immer nur mehr von den Haaren weg und es macht so keinen Sinn. Wir gucken uns das natürlich jetzt eher auch nochmal in der Vollbildansicht an. So. Und auch hier sieht man überall einen Grünstich. Also überhaupt nicht befriedigend. Und wir können das an dieser Stelle abbrechen. Was habe ich als nächstes vor? Ich habe mir noch ein weiteres Programm mal im Internet besorgt. Eine kostenfreie Testversion. Und möchte euch anhand dieser das Ergebnis dann zeigen, was bei dieser Aufnahme alles möglich ist. Bis gleich. Das Programm, was ich mir aus dem Internet heruntergeladen habe, ist von Wondershare Filmora. Ist jetzt eine Testversion. Und so ist der Aufbau von dem Programm. Ist ein bisschen ungewohnt für den Erstgebrauch, aber nach ein paar Minuten habe ich mich da ganz gut zurechtgefunden. Hier sieht man auch schon, was ich gemacht habe. Ich habe letztendlich wieder hier eine Videospur mit dem Clip eingelegt und gleichzeitig dann hier noch einen Hintergrund aktiviert. Beziehungsweise ich habe es noch nicht aktiviert. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie das geht. Rechte Maustaste, Greenscreen aktivieren. Öffnet sich ein neues Fenster. Es dauert ein kleines Momentchen. Dann Teile des Clips transparent machen. Mache ich. Und ich habe jetzt nichts verändert. Ich finde es einfach jetzt schon cool. Gehe auf OK. Ah, vielleicht. Und jetzt spielen wir das mal ab. Was hat sich verbessert? Jetzt müssen wir noch den Ton leiser kriegen. So. Hier kann man noch nicht viel sagen im ersten Moment. Deswegen habe ich natürlich hier was gerendert und habe das schon mal vorbereitet, nicht zubereitet. Und habe natürlich eine Testaufnahme genommen, wo es wieder darum geht mit den Haaren. Und das Ergebnis ist perfekt. Ja. Jetzt sieht man hier, das war für eine andere Videoaufnahme, was wir gemacht haben. Ich habe einfach mal ein Hintergrundbild genommen, habe das eingefügt und man sieht natürlich, ich habe jetzt hier noch die Testversion. Deswegen ist hier das Wasserzeichen drin, das ist auch alles soweit okay. Ich bin hier noch am Überlegen, ob ich das kaufen möchte oder nicht, wie die Qualität ist.
Und jetzt gucken wir uns das hier mal einfach an. Und ich muss sagen, die Haare sehen toll aus. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwas weggenommen ist oder dass was irgendwie kantig ist. Es rauscht nichts. Auch mein Hemd ist ganz klar. Schöne Kanten. Auch hier bei mir am Kopf kein Grünstich. Auch hier ist kein Grünstich. Also von daher, ich bin da echt zufrieden. Auch wenn das abgespielt wird, es flackert nichts. Es ist alles letztendlich so, wie es sein soll. So stelle ich mir eine Greenscreen-Aufnahme vor. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal zum Fazit kommen. Was heißt das im Endeffekt? Also hier sieht man nochmal ganz klar, wie schlecht das Ergebnis ist. Und das heißt für mich, hier hat PowerDirector in der Version 17 komplett versagt. Ich habe es auch nochmal in der Version 15 probiert, ob sich vielleicht die Greenscreen Einstellung dort besser regeln lassen, weil man hatte ja drei Regler, aber auch hier absolut negativ. Da gab es dann noch andere Probleme. Im Endeffekt sage ich, ja, die damaligen Probleme wurden behoben, aber es sind auf jeden Fall neue dazugekommen, weil das ist ein No-Go, dass man hier einen Grünstich hat rund um die Haare und dass die ganze Kantentrennung einfach nicht funktioniert. Bevor ich mich weiter negativ auslasse, breche ich an dieser Stelle einfach ab. Ich glaube, über Wondershare, Filmora habe ich eine ganz gute Alternative gefunden. Ich werde mir das Programm in den nächsten Tagen einfach nochmal intensiver anschauen, ob ich hier genug Möglichkeiten habe, um alles zu machen, wie ich mir das so wünsche. Es sieht auf den ersten Blick erstmal ganz gut aus. Die Kosten betragen knapp 40 Euro. Auch noch ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Von daher sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Anregungen und Kritik gerne in die Kommentare reinschreiben und tschüss, bis zum nächsten Mal.